Set Me Free, 5e. Deshalb spielte die Band Vanier eben gerade nicht live auf der Bühne, sondern rein digital, wo wir auch schon... I say your heart is satisfied, as long as you keep your dreams inside. No need to stay the same inside, it's all about moving. So tell me that I have to pick a sign, tell me that I have to wave a flag. Don't think that I'm getting on this ride, I'm busy looking at the sky. I tell my name, remember it twice, cause one day you'll hear it more than once. I'm on my way for something good, something you never understood. It's not about money, it's not about fame, it's not about power or how to explain. It's all about finding who you are, and the wheel will be rising like a star. Oh, set me free, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Oh, set me free. Yeah, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Yeah, set me free. Oh, set me free. Oh, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Set me free, oh, set me free, oh, set me free, set me free from the chains of your stupid little game. Tu veux que je te dise, le temps est une denrée rare, donc pousse pas les portes d'une mauvaise boîte, demande à Pandora. Arrête un peu de compter le nombre de squelettes dans ta penderie. T'avances si tu veux comme si t'étais atteint de Panari. Danse pour être vivant, pas pour parader, ouvre tes yeux d'enfant. L'apprentissage n'a pas d'arène, l'apprentissage n'a pas d'horaire comme l'épicier à Paname. À force de nous faire banane, on va bien trouver la parade. On snappe quand même des panards, même si c'est loin d'être le paradis. L'esprit part en balade pour faire les choix qui nous paralysent. Envie d'être peinard et celle de changer le monde en parallèle. Envie de bagarre, pourtant je sais faire la mort. Oh, set me free. Yeah, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Oh, set me free. Yeah, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Yeah, set me free. Oh, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Yeah, set me free. Oh, set me free. Ooh, set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Take it to the right wing, take it to the left. Wanna watch you all fighting in a big net. Small fish, you think you'd be the best. In what? You believe is a quest. Take it to the right wing, take it to the left. Wanna watch you all fighting in a big net. Small fish, you think you'll be the best. In what you believe is a quest. But you're never gonna rule, think you're heading on the chess game. Whoa, whoa, betrayed by the king who used to be your friend. No, 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 but you're never gonna rule, think you're heading on the chess game. Whoa, whoa, betrayed by the king who used to be a friend. No, 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 but you're never gonna rule, think me heading out of the chess game. Oh, oh, betrayed by the king who used to be a friend. Oh, no, 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 but you're never gonna rule, think me heading out of the chess game. Oh, oh, betrayed by the king who used to be a friend. So set me free. Set me free. Set me free from the chains of your stupid little games. Oh, set me free. Set me free. Set me free from the chains of your stupid little games.
Willkommen an alle Zuschauer vor den angeschlossenen Endgeräten da draußen. Wir sind hier live on air aus dem Benno-Haus. Ja, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen, meine Damen und Herren. Deshalb spielte die Band Vanne eben gerade nicht live auf der Bühne. Hoppla, das Kabel spackt. Haben wir gleich. So. Genau, deswegen spielte die Band Vanne eben gerade nicht live auf der Bühne, sondern rein digital, wo wir auch schon beim Thema Digitalisierung sind. Unsere Show findet im Rahmen des Tages der Medienkompetenz statt mit dem Thema A Better Tomorrow. Eine Zukunft mit und durch die Digitalisierung der Gesellschaft für besseren sozialen Austausch untereinander. Mein Name ist Tom Orschel und ich werde Sie heute durch unser vielseitiges Programm führen. Erstmal vielen Dank an alle Leute, die heute Abend bei unserem Livestream mitmachen. Vielen Dank dafür. Gerade eben spielte die Band Vanne aus Frankreich ihren Song Set Me Free für Sie. Es folgen nun unsere Beiträge, die mein Team und ich letztens produziert haben. Wie bereits gesagt, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Das hat man auch beim diesjährigen B-Side-Festival im Münstershafenviertel sehen können. Ja, Festivals sind auch während Corona möglich, aber wie? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß dabei. So, ich will auf ein Festival, Musik, Menschenmengen, Moshpits, aber das ist ja wegen Corona momentan leider nicht möglich. Denkste, es gibt Festivals, die sich an die Corona-Standards angepasst haben, das B-Side-Festival in Münster zum Beispiel. Unter dem Motto Einquartiert findet es in diesem Jahr zum insgesamt fünften Mal statt. Das Ganze wird organisiert vom B-Side Kultur e.V. und wie das Ganze so abläuft, das zeigen wir euch jetzt. Das B-Side Festival. Seit 5 Jahren existiert es als etablierter und fester Bestandteil der Kulturszene in Münster. Es wird überwiegend von Ehrenamtlichen des B-Side Kultur e.V. organisiert und finanziert sich durch Zuschüsse der Stadt und freiwillige Spenden. Kultur, Freiheit, Individualität und Auslebung der eigenen Persönlichkeit, dafür steht das Festival. Das Programm umfasst üblicherweise neben Konzerten und musikalischen Events auch kulinarische, künstlerische und sportliche Angebote, welche normalerweise an einem Wochenende stattfinden. In diesem Jahr jedoch ist alles anders. Wir sind jetzt auf der B-Side-Rampe. Momentan ist noch nicht so viel los, das wird sich aber sicherlich gleich ändern. Sehen wir doch mal genauer nach. Und ganz wichtig, Maske nicht vergessen wegen Corona. Dieses Jahr musste durch Covid-19 das Konzept des Festivals vollständig angepasst werden. Im Rahmen der Kulturtage findet das Festival über 10 Tage verteilt zwischen dem 11. bis zum 20. September statt. Die einzelnen Programmpunkte sind räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Manches findet live mit Publikum und Maskenpflicht außerhalb der Sitzplätze statt, manches nur online via Livestream. Doch lässt sich das Konzept auch tatsächlich in die Realität umsetzen und ist es vielleicht sogar eine erfolgreiche Alternative zu den Festivals, wie man sie aus der Vergangenheit kennt? Pfeile und Markierungen auf dem Boden geben die Laufrichtung auf dem Festivalgelände vor. Auch sind Desinfektionsmittelspender an Ein-, Ausgängen und Toiletten vorzufinden. Das sind Greta und Carsten. Sie sind Teil des Organisatorenteams des Festivals. Ich habe die Möglichkeit, mit den beiden über die Planung und die dabei entstandenen Herausforderungen zu sprechen. Also ich bin für das Promo-Team verantwortlich, heißt alles rausdroppen, was irgendwie auf Social Media nötig ist. Dieses Jahr natürlich ein bisschen mehr, weil wir natürlich ein Online-Festival haben. Heißt, viele Leute informieren sich irgendwie auf Social Media, was gerade abgeht. Und genau, ich mache so ein bisschen die Promo auf Social Media. Und ich habe viel für die Website gemacht. Dann habe ich auch ein bisschen die Online, die Voraufzeichnungen begleitet. Jetzt die Konzerte, das war super cool. Musik, die ganzen Bewerbungen sich anzuschauen, anzuhören. Ich will von den beiden wissen, welche besonderen Herausforderungen und Probleme bei der Organisation des diesjährigen besonderen Festivals aufgetreten sind. Dass Anfang des Jahres natürlich unsere analogen Treffen gecuttet wurden. Wir konnten uns nicht mehr face-to-face irgendwie treffen. Und deswegen mussten wir halt Online-Pläne machen. Und das war super anstrengend, weil kann man sich ja vorstellen, irgendwie mit 15 Leuten in so einem Online-Ding und jeder musste dann immer aufpassen, wann er redet und jeder musste sich irgendwie einschalten. Das war schon echt eine große Herausforderung. Was natürlich auch eine Herausforderung ist bei dieser Sache, das ist alles ehrenamtlich. Also die Leute, die hier mitmachen, die machen das, weil sie Bock haben auf sowas. Also es wird keiner gezwungen, irgendwas zu machen, es wird keiner bezahlt dafür. Und was vielleicht, also was ein Vor- aber gleichzeitig auch ein Nachteil ist, denke ich, ist so ein bisschen, dass wir keinen Geschäftsführer oder sowas haben, sondern wir alle quasi, ist ein Plenum, wenn wir uns treffen.
jeder wird gehört, jede Stimme wird gehört. Das ist sehr cool, das ist wirklich, denke ich, auch die Stärke davon. Zudem will ich noch erfahren, wie die Pläne und Erwartungen der nächsten Tage lauten. Genau, also wir haben halt super viele Vorproduktionen, super viele Livestreams zwischendurch auch noch, die dann halt live übertragen werden. Unsere Pläne sind halt, die natürlich zu droppen und genau, wir weisen auch immer alle Leute noch darauf hin, immer auch auf Hygiene zu achten, auch während des Festivals auf jeden Fall. Und ja, unsere Pläne sind eigentlich, dass wir hoffen, dass alles gut läuft, so die Livestreams, dass mit der Übertragung alles gut läuft, übers Internet und halt möglichst viele Leute irgendwie dabei sein können. Die Erwartungen sind, es wird super geiles Wetter, der Sommer kommt zurück fürs B-Side Festival, super geil. Wir hoffen und erwarten, dass viele Leute trotzdem noch nicht überdrüssig sind, sich online Content, Kultur, Kunst reinzuziehen. Das wäre super schön. Dann auch, dass viele Leute sich das Festival wahrnehmen, dass am Hansaring gerade was passiert. So, Irie Meyer and the Massive Vibes hier beim B-Side Festival 2020. Bitteschön. Das farbenfrohe Logo verweist auf das bunte Portfolio an Angeboten für eine breite Zuschauerschaft. Hier für euch ein kurzer Ausschnitt aus dem musikalischen Programm. Zusätzlich spreche ich mit ein paar Besuchern über deren persönlichen Eindruck und wie sie das diesjährige Festival wahrnehmen. Wie hat dir das heutige Programm des Festivals gefallen? Sehr gut. Ich war jetzt gerade eben beim Theaterstück. Davor konnte ich leider gar nichts vom Programm wahrnehmen heute, aber ich war in den letzten Tagen auch schon mal da. Ja, ganz gut. Also es hat Spaß gemacht, war lustig. Sehr gut. Also ich habe nicht alles gesehen natürlich. Man sucht sich ja ein bisschen aus, wo man hingeht, aber da, wo ich teilgenommen habe, das hat mir Spaß gemacht. Und wie nimmst du das Festival unter den besonderen Corona-Bedingungen wahr? Also ich finde, die Veranstalterinnen und Veranstalter haben das sehr gut umgesetzt, so mit der Waage zwischen Digitalisierung und Präsenzveranstaltung. Ich finde es erstmal sehr gut, dass alles umsonst ist, weil ich glaube, das lockt einfach viele Besucher an. Also für mich war dieser Abend jetzt relativ normal. Also klar, man musste mit Maske zum Platz gehen, aber ansonsten fand ich, hat es sich sehr normal angefühlt und tat irgendwie sehr gut, mal wieder ein bisschen Kultur zu haben. Glaubst du, dass diese Form des Festivals auch in Zukunft denkbar ist? Ich glaube schon, allerdings habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute die Online-Angebote gar nicht so wirklich wahrnehmen. Ja doch, auf jeden Fall. Also ich meine, klar wäre es schöner, wenn alles normal stattfindet, aber so den Umständen entsprechend fand ich es richtig gut. Ja, in Ausnahmefällen und wenn gerade pandemiemäßige Umstände bestehen, dass man es machen muss, da ist auf jeden Fall ein Digitalisierungsschub, glaube ich, durch die Reihen gegangen. Natürlich ist es wünschenswert, dass alle Konzerte, alle Theater, alle Theaterstücke live stattfinden können, ist ja klar. Das war's auch schon mit dem Festival. Hinter mir wird auch schon fleißig abgebaut. Ich konnte tatsächlich sehr viele verschiedene, vielseitige Programmpunkte entdecken und beobachten. Alles in allem hat es natürlich auch großen Spaß gemacht. Wie aber auch schon die Interviewten gesagt haben, die Leute wünschen sich die alten Formen des Festivals dann doch lieber zurück mit mehr Leuten, mehr Stimmung, mehr Party. Und ich denke, die Meinung kann man auch durchaus vertreten. Man hat durchaus gemerkt, dass sich die Organisatoren bei der Planung des Festivals sehr viel Mühe gegeben haben. Die Leute hatten alle sehr viel Spaß. Es konnten sehr viele Programmpunkte stattfinden, auch unter diesen besonderen Corona-Bedingungen. Von daher kann man alles in allem sagen, dass sich das Festival auf jeden Fall gelohnt hat und auch in Pandemiezeiten erfolgreich stattgefunden hat. Amen. Ja, was so alles während Corona möglich ist. Unser nächster Beitrag wird etwas politischer. Vor wenigen Wochen fanden in NRW die Kommunalwahlen statt, also auch in Münster. Dabei war die Bürgerbeteiligung ein sehr relevantes Thema. Die Frage war, ob die Bevölkerung gut genug in den Ratsentscheidungen eingebunden werden. Damit haben sich unsere Kollegen beschäftigt, was die Politiker und Befragten wohl gesagt haben. Ein neues gigantisches Bahnhofsprojekt, ein neuer Musikcampus oder der Ausbau der B51 zwischen Handorf und Techte, Projekte, die die Bevölkerung Münsters betreffen. Politische Entscheidungen des Stadtrates wirken sich direkt auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger aus.
umso dringlicher scheint es, die Zivilbevölkerung und ihre Initiativen in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Nach Meinung von Yorgos Tsakalidis, diesjähriger Oberbürgermeisterkandidat der Münsterischen Liste Bund und International, ist gerade das von äußerster Wichtigkeit und wird ohne ein Öffnen der starren Parteistrukturen nicht funktionieren. Die Parteien werden wir brauchen, aber damit die Parteien selber eine Chance haben, die nächsten Jahrzehnte auch wirklich zu überleben an Demokratie, müssen sie sich öffnen. Das ist das, was ich damit meine. Und die Gesellschaft muss merken, dass sie dort was machen können, ohne diese Hierarchie von oben nach unten. Die gängige Praxis des gegenseitigen Austausches bedarf nach Yorgos Tsakalidis eine Intensivierung und das Gelingen wird buchstäblich davon abhängen. Dabei darf es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern es muss der politische Wille bestehen, eine dauerhafte politische Kultur des Diskurses zu etablieren. Und dann würde ich sagen und auch praktizieren, habt ihr ein Thema für die Tagesordnung, was euch irgendwie auf den Nägeln brennt? Mensch, ich bin für euch da, wir sind für euch da, also nehmen wir das auf die Tagesordnung des Rates der Stadt Münster, diskutieren darüber und versuchen auch in eurem Sinne eine Lösung zu finden. Der Ist-Zustand der Ratsentscheidungen kann für die Bürgerinitiativen nur unzureichend sein, so Yorgos Tsakalidis. Denn das Beschlussprozedere des Rates bezüglich eines Tagesordnungspunktes scheint zumindest nicht auf eine ausführliche Konsensfindung ausgelegt zu sein. Ein Bürger, eine Bürgerin kann eine Frage stellen, die Politik, die Ratspolitik sitzt da, wickelt das ab und die Sache ist gegessen. Das reicht bei weitem nicht. Auch der diesjährige Oberbürgermeisterkandidat Jörg Behrens von der FDP plädiert für mehr Beteiligungsmöglichkeiten, sieht die endgültige Entscheidungsbefugnis jedoch weiterhin bei den Parteien. Ich bin grundsätzlich offen für jede Form von neuer Bürgerbeteiligung, weil gerade im kommunalen Bereich ist Bürgerbeteiligung sehr, sehr wichtig, weil vor Ort werden Entscheidungen getroffen, die betreffen einen direkt vor der eigenen Haustür. Und da ist dann sozusagen auch gleich eine gewisse Form von Emotionalität dabei, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die man vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehen kann. Deswegen im Vorfeld Bürger zur Beteiligung halte ich für sehr, sehr wichtig. Und deswegen bin ich sehr offen für jede Form von neuwertigen Beteiligungsformen. Auch übrigens für unsere Stadt, wenn ich an die Roteinfärbung der Fahrradstraßen denke beispielsweise, wo das mit der Bürgerbeteiligung nach meinem Dafürhalten gar nicht geklappt hat, ist das das Paradebeispiel dafür, dass wir da eben etwas neue Wege gehen müssen, was Neues brauchen. Und deswegen ist mir schon auch wichtig, dass bei aller Bürgerbeteiligung am Ende des Tages immer der Rat der Stadt die Entscheidung trifft, weil das ist das einzige Gremium, was ausreichend demokratisch legitimiert ist, was aber wie gesagt nicht heißt, dass man im Vorfeld vielfältige Arten von Bürgerbeteiligung auch macht. Professor Schubert von der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität hält ein engeres Zusammenspiel von Bürgerbeteiligung und Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene für wichtig, sieht aber auch deren Grenzen. Dass in der Verwaltung und im Rat selbst bestimmte Routinen sind, wie man eben mit den Anliegenheiten der Stadt sozusagen vorgeht. Und da ist es natürlich oftmals so, dass wenn da zusätzlich Dinge von außen kommen, sozusagen, dass das eher ein Problem dargestellt wird. Also wir müssten zu einer, gerade in Münster sozusagen, wo wir ja eine sehr aktive Stadtkultur sozusagen haben, müssen wir schon dazu kommen, dass eben der Rat und die Verwaltung proaktiv auch auf die Bevölkerung sozusagen zugeht. Das wäre schon wichtig. Nur müssen Sie sich vorstellen, dass natürlich so eine Stadt wie Münster auch ungeheuer viele Dinge sozusagen abarbeiten muss, Entscheidungen treffen muss. Und dass natürlich sozusagen einzelne Stimmen, die von außen kommen, so einen Ablauf auch immer verzögern. Also es ist da gewissermaßen so eine Balance zu finden zwischen berechtigter und richtiger Teilhabe und Information erstmal. Bei der Diskussion über ein größeres Mitspracherecht der Bevölkerung stellt sich die Frage, wo genau sich die Bürger mehr Beteiligung wünschen würden. Auf jeden Fall mehr Viertelmitspracherecht. Also jetzt bei den Wahlen letzte Woche ist klar geworden, dass wenn man seine Bezirks- und Stadtratsleute wählt hier, dass man einmal kurz wählen geht und dann hat sich die Sache, aber dass es eben einfach mehr Viertelmitbestimmung, zum Beispiel durchs Hansa-Forum oder sonst was, dass man da einfach mehr erreichen kann. Aber ich hätte mir auch sehr viel mehr Bürgerbeteiligung gerne für so Großprojekte wie Hafencenter und den Bau am Hafen und so weiter gewünscht. Und zwar, wenn es um die Begrünung der öffentlichen Flächen geht, da würde ich gerne mitsprechen. Und auch wenn es darum geht, zum Beispiel Geld für Schulen auszugeben oder so, das habe ich auch die Bürgerbeteiligung schon genutzt.
um für das eine oder andere Projekt zu stimmen. Die Wahrnehmung innerhalb bestehender Bürgerinitiativen bestätigt ein Auseinanderdriften zwischen Wunsch und Praxis, wie uns ein Mitglied der Initiative Platan Power mitgeteilt hat. Ja, wir haben sie deshalb kritisiert, weil wir sehen sie im Augenblick von der Verwaltung und der Stadt und der Politik eigentlich nur als ein Ding, was sie machen müssen. Da sind sie ja zu verpflichtet. Aber nachdem eine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat, also eine sogenannte Bürgerbeteiligung, letztendlich kommt keine Folge raus. Es wird nicht umgesetzt. Es werden Leute eingeladen, die werden gehört. Aber im Nachhinein macht doch so oder so die Verwaltung, was sie möchte. Bürgerbeteiligung heißt für uns, dass wenn Vorschläge kommen und die Mehrheit dafür ist, dass sie auch umgesetzt werden. Und das sehen wir im Augenblick nicht. Trotz einer breiten Befürwortung von Seiten der Politik, die Bürgerinnen und Bürger enger in einen Dialog einzubinden, scheint in der tatsächlichen Umsetzung teilweise eine Kluft zu bestehen. Wie könnte die Politik adäquat darauf reagieren und die vielfältigen Interessen zum gleichen Thema in einem dauerhaften Dialog mit der politischen Zuständigkeit gewährleisten? Um eine Antwort darauf zu erhalten, wie eine solche Einbindung unter Berücksichtigung der verschiedenen Positionen in Zukunft aussehen kann, muss nicht nur die Bereitschaft für einen engen Dialog von allen Seiten gegeben sein, sondern auch der politische Wille der gewählten Vertreter, dieses Thema auf deren Agenda zu setzen. Das Thema wird auf jeden Fall weiterhin stark diskutiert werden, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Wenn wir schon mal beim Thema Politik sind, nicht nur die Bürgerbeteiligung ist ein extrem relevantes Thema gewesen. Die Debatte um die autofreie Innenstadt wurde außerdem extrem heiß diskutiert. Es war quasi das Thema der diesjährigen Kommunalwahl. Es gibt extrem viele verschiedene Meinungen, die auch extrem weit auseinandergehen. Wir haben dazu BürgerInnen und Politiker gefragt und was die zu diesem Thema gesagt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Münster ist mit über 500.000 Fahrrädern auf 310.000 Einwohnern in ganz Deutschland als Fahrradstadt bekannt und ist mit seinen Fußgängerzonen, Salzstraße und Prinzipalmarkt ein beliebtes Ziel von Touristen aus ganz Westfalen. Damit dies so bleibt, wurde der Begriff autofreie Innenstadt im Zuge der Kommunalwahl 2020 mehr und mehr in den Fokus gerückt. Doch was genau hat es damit auf sich? Wir haben die Münsteraner gefragt, wie sie sich eine autofreie Altstadt vorstellen würden. Gestärkter öffentlicher Personennahverkehr, viel Platz für Fahrräder. Eine Innenstadt ohne Autos und ohne Parkplätze für Autos. Dass man irgendwo eine Grenze setzt, vielleicht so im Umkreis von 5 Kilometern, wo man dann vielleicht ein Park-and-Ride-System hat, um weiter in die Stadt zu kommen und das Auto einfach stehen lässt. Dass innerhalb der Promenade kein Auto mehr fährt. Das ist so das, was ich so gehört habe und das finde ich auch ganz gut. Mehr Möglichkeiten für Fußgänger und Fahrradfahrer, mehr Freiheiten für die, ja, weniger Parkplätze direkt innen drin, sondern mehr außerhalb. Auch Franz Pohlmann empfindet diese Punkte als relevant. Er sitzt für die ÖDP im Stadtrat und wünscht sich eine Veränderung in der Münsteraner Verkehrsstruktur. Man muss ja dafür sorgen, dass die Anwohner in ihre Wohnungen kommen und man muss dafür sorgen, dass Behinderte weiterhin in die Stadt kommen, der Rettungsdienst und. Eine autofreie Innenstadt wird es ja nicht geben, autoarme Innenstadt trifft es eher. Münster hat seit Jahren mit einem steigenden Autoverkehr zu kämpfen. Während Autofahrten pro Einwohner zwar in den vergangenen Jahren abgenommen haben, wurde die Verkehrsbelastung durch das starke Wachstum Münsters auf der einen und eine Zunahme von Pendlerfahrten auf der anderen Seite dennoch größer. Das Ergebnis sind knapp 550.000 Fahrten pro Tag. Die Auswirkungen dessen müssen die Anwohner, Radfahrer und Fußgänger tragen. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad von Beckum gekommen. Und das würde deutlich leichter fallen, wenn weniger Autoverkehr wäre. Ich wohne da vorne um die Ecke. Ich muss einen Bewohnerausweis kaufen und ärgere mich immer maßlos, dass unheimlich viele Leute kommen und ihre Autos einfach abstellen. Und dann komme ich nach Hause mit dem Auto und finde keinen Parkplatz. Ich muss bezahlen und viele meiden also auch nur in die Parkhäuser zu fahren und suchen sich hier irgendwas. Man merkt es hier und auch in der Bremer Straße, ist einfach gefährlich, auf den Fahrradwegen zu fahren. Da fahre ich lieber auf der Straße. Ich wohne gute, ja, so 7 bis 8 Kilometer aus dem Innenstadtkern heraus, sodass ich dann auf jeden Fall umswitchen müsste. Was kritisiere ich am meisten? Dass dem Auto einfach viel zu viel Raum eingeräumt wird. Jedes Auto, selbst wenn es steht, braucht 10 Quadratmeter öffentlichen Raum. Und wenn man überlegt, was der Raum in der Stadt wert ist und dass die Autofahrer einfach davon ausgehen, dass sie ihr Auto im öffentlichen Raum kostenlos überall abstellen lassen,
überall abstellen können und auch stehen lassen können. Das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand, mit welcher Selbstverständlichkeit das passiert. Neben der Verkehrsproblematik, die für die Bürger gelöst würde, könnten sich aus dem Konzept der autofreien Innenstadt aus Sicht der Münsteraner auch weitere Chancen und Vorteile ergeben. Also ich glaube, dass die Innenstädte tatsächlich attraktiver würden und auch mehr Leute weniger Probleme hätten, mit dem Bus oder mit Taxen oder mit anderen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu kommen, wenn es normaler wäre. Ja, Münster ist eine Fahrradstadt und ich beziehe es immer wirklich mehr aufs Fahrradfahren. Und ich meine, ist für die Umwelt auch besser, weil wirklich dann bei Stadtverkehr immer Stop und Go und mit dem Fahrrad kommt jeder besser und schneller dann voran. Es geht gar nicht anders, weil der Verkehr so dicht geworden ist, dass wir gar nicht um dieses ganze Thema drumherum kommen. Und vom Umwelttechnischen ganz abgesehen. Natürlich sinkt die Schadstoffbelastung, die Lärmbelastung sinkt. Ich muss keine Angst mehr haben, wenn ich mich auf der Straße fortbewege, weder als Fußgänger noch als Radfahrer. Ein Miteinander, eine Entschleunigung, es gibt einen Haufen Vorteile. Münster versucht durch Aktionen wie den Parking Day ein Bewusstsein zu schaffen, wie eine autofreie Innenstadt aussehen könnte und will für ihre Bürger Anreize schaffen, das Auto öfter auch mal stehen zu lassen. Trotz vieler Vorteile einer autoarmen Innenstadt muss bei einer so großen Mobilitätswende auch die Seite der Autofahrer Gehör finden, um mögliche Konfliktpunkte angehen zu können und Kompromisse und Lösungen zu finden. Ja, wenn man sich so in die AutofahrerInnen reinversetzt, ist natürlich nervig. Und wo sollen die ganzen Autos hin? Es hat natürlich wahrscheinlich auch Kosten für zum Beispiel andere Infrastruktur, so wie Straßenbahnen und so, zur Folge. Ja gut, nicht jeder kann natürlich immer mit dem Fahrrad von A nach B kommen. Ich denke mal, gerade die Leute, die sind natürlich dann schon irgendwie darauf angewiesen, wie komme ich sonst in die Stadt. Befürworter eines sogenannten Mobilitätsmixes ist in Münster die CDU. Hagen Blöcher, Mitglied des Kreisverstandes in Münster und der Jungen Union im Wahlbezirk Herz-Jesu, spricht sich für Angebote statt Verbote im Verkehr aus. Wir wollen eine Mobilitätspolitik, die niemanden ausgrenzt. Andere Leute, wie zum Beispiel behinderte Menschen oder Personen, die älter sind, können nicht mit dem Fahrrad fahren oder mit anderen Mobilitätsträgern und sind aufs Auto angewiesen. Darüber hinaus besteht Münster nicht nur aus der Innenstadt, sondern auch aus Außenbereichen, die immer wieder mit dem Auto auch mal in die Stadt fahren müssen, weil sie nicht anders können. Wichtig ist bei allen Mobilitätsmaßnahmen, die wir hier durchführen, dass wir vor allem die Kaufmänner in Münsters Innenstadt mitnehmen. Es darf uns nicht passieren, dass wir durch Mobilitätsmaßnahmen Anreize dafür bieten, nicht mehr nach Münster zu kommen, um zu einkaufen, vor allem aus dem Umland. Selbstverständlich wird sich der Einzelhandel oder andere, die werden Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung. Deshalb wäre ich auch eher für eine stufenweise Umsetzung und nicht für eine radikale Umsetzung, sondern stufenweise. Aber es müsste ein Plan her. Wir müssen im Kleinen anfangen. Das geht nicht. Wir können nicht ab morgen die Innenstadt autofrei machen, das ist klar. Aber so eine Geschichte wie jetzt mit dem Parking Day auf der Wolbecker Straße, um eine Sensibilität für andere Fortbewegungsarten zu entwickeln, finde ich, wäre schon mal ein guter Schritt. Das könnten wir öfter machen. Fest steht, ein Wandel kann immer nur mit politischem Willen erfolgen. Die Kommunalwahl hat zutage gefördert, dass sich die Stadt bei der Thematik rund um eine autoarme Innenstadt nicht einig ist. Dadurch bleibt es in Münster spannend, weil alle Optionen offen bleiben. Vielleicht werden gerade die kleineren Parteien der entscheidende Faktor sein, wenn in den nächsten Jahren die Weichen für die lokale Verkehrspolitik gestellt werden. Ja, autofreie Innenstadt, eine spannende Diskussion auf jeden Fall und womöglich auch bald Bestandteil eines besseren Morgens. Wir machen jetzt eine kurze Pause, bitte bleiben Sie dran. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, als nächstes kommen wir zu Marlene. Sie ist 20 Jahre alt und hat extra für unsere Sendung einen eigenen Poetry Slam zum Thema A Better Tomorrow in den Zeilen von Digitalisierung geschrieben. Bühne frei für Marlene, bitteschön. Hey Siri, wie ist das Wetter heute Morgen? 30 Grad Sonnenschein, am Himmel gibt es keine Wolken. Okay, heute kein Schlummern, ich stehe dann direkt auf, mache mich fertig mit dem Blick aufs Handy und gehe direkt raus. Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, hunderttausende Nachrichten, ob die Zeit damals wohl eine bessere war. Hey Siri, in welche Straßenbahn muss ich denn jetzt gehen? Du musst zur Berliner Straße und die R33 nehmen. Okay, laufe hin, steige ein, Podcast an, wie dein Leben endlich wieder besser laufen kann. Und die Stimme, der ich lausche, redet was von Stay Positive. Ich schaue aus dem Fenster, aber ich sehe die vorhergesagte Sonne nicht.
Ein besseres Morgen heißt, sich nicht nur einer Digitalisierung zu bedienen, sondern auch den Mut zu haben, seinen eigenen Verstand mit einzubeziehen. Und die ganzen Leute da draußen, sie reacten bestimmt gerade mit 100%, aber nicht auf meine Worte, sondern auf Influencer, push mein Ego durch ein halbnacktes Bild oder eine Story im Benz. Aber jetzt mal ehrlich, alles worum es geht, ist Prestige durch Facetune und Pixart, High-End-Essen und Chardonnay-trinkende Hipsters. Und wenn man diese dann fragt, was ist der Sinn in deinem Leben? Naja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, irgendwas Richtung Medien. Lesen tue ich auch viel Snapchat-News und Bild am Morgen über die High-End-Society und was Kim Kardashian isst am Morgen. Okay, sind das wirklich deine echten Sorgen? Weil du auf Abonnieren gedrückt hast, den Beitrag siehst und wieder mal den Sinn deiner eigenen Existenz hinterfragst. Und wir beschweren uns, wie diese Woche schon wieder keine Zeit für mich gehabt. Ping, dein Wochenendbericht für deine Bildschirmzeit beträgt im Schnitt 8 Stunden am Tag. Ach krass, na dann schaue ich, wie ich meine Zeit sinnvoller nutzen kann. Like jetzt Beiträge mit Hashtag MoreReality on Instagram, aber nicht mal das ist die Realität. Und nicht mal das lädt mich das Leben und wie man diese Welt mit ihren Sorgen und Problemen heute besser versteht. Und alle, die sagen doch, denken, es lehrt sie, die Würde eines Menschen wird definiert von Flammen auf Snapchat über ich wisch dich bei Tinder direkt weg bis hin zu, wer mehr Wert in deinem Outfit als in dem Wert deines eigenen Charakters steckt. Hey Siri, aus. Ja, vielen Dank an Marlene für ihren inspirierenden Poetry Slam, tatsächlich eine wahre Kunst für sich. Kommen wir nun zum nächsten Programmpunkt. Eigentlich wäre Lia gerne Frontfrau einer Grunge-Band geworden. Dazu ist es aber nie gekommen. Trotzdem merkt man das der Frau mit der Gitarre manchmal an. Doch egal, ob bei harten Klängen oder ruhigen Melodien, es lohnt sich, bei Geschichten zu lauschen, die in den Liedern erzählt werden. Live bei uns hier im Bennohaus, hier ist Lia, bitteschön. Ich muss kurz stimmen. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die stimmen und reden gleichzeitig so richtig gut können. Deswegen müssen wir da jetzt kurz durch. Aber ich hoffe, allen Leuten vor dem Bildschirm geht es gut. Und jetzt bin ich da. Ich bin hierher gekommen, ohne wirklich zu wissen, was ich heute Abend spiele. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache 2 Lieder. Und das erste heißt To Breathe und ist in der Corona-Zeit entstanden, was ein bisschen ironisch ist. Und es handelt auch ein bisschen von A Better Tomorrow, aber auf einer sehr persönlichen Ebene, weil ich mich von jemandem gelöst habe, der mir die Luft zum Atmen genommen hat. Und jetzt hoffe ich auf ein Better Tomorrow. Feel
Und dann mache ich noch einen zweiten. Dankeschön. Den Applaus hier drinnen kann man dann immer von den Bildschirmen nicht hören, aber es gab Applaus. Danke. Und der nächste Song ist ein bisschen anders von der Stimmung her. Der ist entstanden, als ich in Münster aus dem Zug ausgestiegen bin. Und dann roch es nach Bahnhof. Und eigentlich ist das eklig. Aber manchmal weckt das halt auch irgendwie Erinnerungen. Und Bahnfahren hat auch was mit A Better Tomorrow zu tun, denn Leute könnten mehr Bahn fahren, anstatt ständig ins Auto zu steigen. Und vielleicht fällt ihnen dann auch das ein oder andere Lied ein, wenn sie aus der Bahn aussteigen. Das Lied der Gleise. Der Duft nach Bahnhof der Dämmerung. Sag mir, riechst du das auch? Es riecht nach Fernweh und nach Erinnerung. Und so wie das Gefühl in meinem Bauch. Here's to you. Rolling heartbeat. Here's to you. Oh, 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 oh. My heart in gin. Look how she steeds. Das Lied der Gleise und von Veränderung. Sag mir, kannst du es hören? Singen die Sirenen davon, wohin sie uns führen. Here's to you, my rolling heartbeat. Here's to you, oh, 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 oh. My heart in jail. Look how she stays. Und das graue Mosaik. Steine. Fängt es auch deinen Blick? Sie zeigen
dort einen Heimatfilm als Schattenspiel. Ja, vielen Dank auch an dich, Lea, für deinen reizenden Beitrag. Vielen Dank dafür. Damit ist unsere Zeit auch schon voller Kunst und Kultur leider am Ende. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams an die Band Vanne, an die Teilnehmenden des heutigen Streams und vor allem auch an Marlene und Lea für die faszinierenden künstlerischen Beiträge. Danke auch an die Zuschauer zu Hause. Es hat extrem viel Spaß gemacht, sie durch den heutigen Stream zu führen. Ich hoffe, dass sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.